Moin, hier zum nächsten Teil. Motor steht da, aus dem 64, gestern Abend angefangen auszubauen. Geht ja nicht schnell, ne? Wenn man Vorderachse weg hat und so ratzfatz gemacht. Wurde aber auch höchstens Zeit, dass man dabei kommt. Hier ist die alte Kupplung aus dem 64. Die Belege, die sind auch schon. Das Schönste ist runter. Die Schwungscheibe hat leider Heizerisse. Werde ich mal überplanen lassen. Gucken, wie gut die dann ist. Pilotlager ist scheiße. Rattert. Kupplungsautomat ist hier eine Backe. Welche war das jetzt? Für die Zapfwellenkupplung. Diese. Ja, jetzt wo die nicht mehr gespannt ist, sieht man da nicht mehr. Der war ganz lose. Die Zapfwellenkupplung nicht mehr ordentlich getrennt. Also hatte quasi nur noch zwei von drei von diesen Hebeln die Feder auseinandergedrückt. Hat die Zapfwellenkupplung mal ein bisschen geschliffen. Also wenn du ausgekuppelt, immer ausgekuppelt hat, ein bisschen geschliffen. Kommen wahrscheinlich jetzt neue Automate, neue verstärkte Kupplungsscheibe rein. Auch die Auslager, die sind alle noch im sehr guten Zustand, wie man hört. Die sind alle gut, die bleiben natürlich drin. Wir machen hier nichts neu. Wenn das einer ernst nimmt, das ist natürlich Müll. Ne? Wenn sich ein Lager so anhört, das kannst du so ausbauen. Kommt ein Container, kommen zwei neue Auslager, Kupplung einmal neu. Ja, sind wieder 1000 Euro weiter. Ne? Aber das hilft dir nichts, das muss der eben ordentlich. Man will ja ein bisschen länger Spaß mit haben. Ja, der Motor ist schon verkauft. Habt ihr jetzt alles abgebaut, was ich noch an den anderen Motor anbauen muss? Hydraulikpumpe und sowas, Filter. Das ist jetzt hier alle ab. Das geht jetzt demnächst weg. Ah, war noch heute Mittag. Ja. Genau, ich besorge mir eben die passenden Teile und zeige mir, wie man das repariert. Wie gesagt, war ein bisschen weiter weg noch. Hier kann man was ein bisschen sehen hier. Aber so. Eigentlich ist das auch nicht viel, so ein Trecker, ne? Ratzfatz, Blechteile runter, Vorderachse vorweg, Motor vorweg. Das ist mit zweimal in einem Vormittag kein Problem. Weiter geht's. Teile sind wieder gekommen. Neuer Kupplungsautomat, neue Scheibe, zwei Auslager, Pilotlager. Schwungscheibe geplant. Sieht Bombe aus. Die Hitzerisse sind noch ganz eben drin. Wenn man die hätte rausplanen wollen, ja. Macht nichts, der ganze Rest ist top. Laut Maschinenbauunternehmen war die aber auch ein bisschen krumm, deshalb hat die so schlecht übergetragen, wie auch immer. Macht ja nichts, jetzt ist halt wieder top. Kommt die olle Glocke da runter, da ist jetzt noch eine Schwungscheibe vom 84 drin, kommt die runter, Glocke runter, die ran, Schwungrad ran, Anlasser ran. So, dann sind wir nämlich schon mal ganzen Ende hin. Da habe ich schon mal wieder so ein bisschen Klimbim angebaut. Hydraulikpumpe kommt gleich noch rein, Wasserkasten zusammen, Wasserpumpe wieder ran und so einen ganzen Blödsinn. Was noch knapp wird, ist die Lichtmaschine. Das wird nämlich mit der Einschusspumpe da gewaltig knapp. Vielleicht muss ich da ein bisschen längeren Riemen wie original fahren, dass ich die Wasserpumpe ein bisschen weiter rüber schwenken kann. Aber da sieht man mal, wie knapp die ganze Geschichte ist. Das passt alles wirklich nur gerade eben. Aber da finden wir überall eine Lösung für. Das ist nicht das Problem. Also daher, ich baue das ganze Giraffelim um. Wenn es so geht, die ein Ausrücklager einzubauen, zeige ich nochmal ganz kurz, wie das. Aber sonst, der Rest ist ja nicht spannend. Bin hier gerade dabei, das Puzzle zu vervollständigen. Wie schon befürchtet, passt die Lichtmaschine nicht mehr. Wenn man den irgendwie in die originale Stelle einbaut, schlägt der dämliche Regler hier eine Hohlschraube an. Die Hohlschraube kann ich natürlich ganz schwierig versetzen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hier diesen Halter da 35 mm höher setzen. Ja, das ist jetzt so der Plan vor. Ne? Werden wir jetzt mal davon Muster zeichnen und aus 10 mm Stahlblech mal so einen Halter nachbauen, dass ich hier original da versau. Dann werden wir mal versuchen, da irgendwie nachzubasteln. So schwierig ist das ja nicht. Ich habe ja gute Vorlagen und ein bisschen 10 mm Stahl. Aber das mache ich nachher. Erstmal den ganzen anderen Rest zusammenbasteln, was hier noch rumliegt. Ne? Wollte das nur mal kurz gezeigt haben. War eine Scheiße, kann ich nicht empfehlen. Ey. War eine Bastelei überall. Es passt gar nichts. Ne? Es muss im Prinzip alles und jede Kleinigkeit
umgebaut und angepasst werden. Hier noch eine ganz kleine Sache, die beim Einbau der Kupplung zu beachten ist. Schrauben habe ich 145 Newtonmeter angezogen laut Werkstatt Handbuch. Die Kupplungsscheibe ist nicht symmetrisch. Das dickere Ende muss Richtung liegt auf dem Boden gut. Muss Richtung Schwungscheibe. Hier steht sie auch drauf. Kupplungsseite. Oft ist hier auch noch F und W eingraviert für Flywheel. Dann ist das ganz klar, welche Seite zum Schwungrad muss. Genau, sonst einfach die Dinge gleich zentrieren. Ich habe leider keinen Zentrierer, da werde ich mir irgendwie aus Klebeband und eine Verlängerung irgendwie was basteln, was man nie wieder reinstopfen kann. Wo man die dämliche Scheibe mit zentrieren kann. Da kriegt man wohl irgendwie auch ohne hin. Ja, genau. Das ist eben zu beachten, sonst ist eigentlich keine große Sache. Die Zentrierung von der Kupplungsscheibe, von der Fahrkupplung, habe ich mit so einer 17er Langnuss gemacht. Die geht super in die Verzahnung von der Fahrkupplung rein, im Belag. Und kann ich hier außenrum schauen, ob der Abstand gleich ist. Das passt wohl und so sollte das reingehen. Von daher, so machen wir das. Hier die Ausrücklage habe ich jetzt raus mit der Muffe. Dafür muss man nur hier von diesen Gabeln diese vier Schrauben lösen. Hinten bleibt die Schraube drin. Die stößt bei mir gegen die Feder. Das habe ich die nicht rausgenommen, aber da geht auch so. Lager tauschen, ja, total simpel. Man zieht das obere Lager ab. Dann kann die untere Muffe von hinten raus, beziehungsweise man nimmt die einfach dann runter. So, kann die runterziehen. Und dann tauscht man das Lager hier noch, das ist das zweite Ausrücklager. Einfach abziehen, neu raufsetzen, fertig. Kann der ganze Ding da wieder rein. Sauber machen lohnt sich eh nicht. Ist sowieso total schmierig da drin. Kommt da so wieder rein. Motor vor. Weiter geht's. Genau, die Schmierleitung muss natürlich auch ab. Das ist klar, ne? Aber das ist ja auch ein kleineres Problem. Moin. Hier ist seit langer Zeit mal wieder eine Aufnahme. Ich denke nicht, dass das ein eigenständiges Video ist. Da geht sich ja irgendwo hinter weiter. Ich habe den Trecker jetzt meist wieder zusammen. Ich habe jetzt wieder den alten Kühler vom 644 drin. Ich habe eine lange Zeit den Kühler vom 844 gefahren. Der wurde laut Antemperaturanzeige immer ein bisschen warm. Aber war mit dem Kühler nichts besser. Der hat mir ein größeres Wasservolumen. Den ist jetzt leider kaputt. Da unten ein kleines Loch. Also wieder der original 644 Kühler drin. Genau, weil ja eh so ein Vollidiot meint, da muss so eine riesen Einschusspumpe rein. Passt natürlich nichts mehr drumherum. Das heißt, ich habe einen neuen Lichtmaschinenhalter gebaut. Die drei Löcher habe ich von den Originalmaßen genommen. Der ist jetzt ungefähr 45 mm höher und 10 mm weiter drin als original. Und trotzdem ist das hier richtig knapp. Wenn man hier am, ja, sieht man jetzt den Schatten nicht. Da ist nur so ein minimal Platz am Zylinderkopf. Vorne die Flügel, lass sie nicht an diesen Spanner scheuern, ist auch nur ganz knapp. Und auch hier an der Einschusspumpe ist das knapp. Es geht aber. Ich habe hier noch ein kleines Stückchen aus der Lichtmaschine rausgeschliffen. Sieht man jetzt da doch ganz eben, sieht man das da. Damit passt die Lichtmaschine jetzt rein. Funktioniert auch alles. Kabelbaum habe ich hier rangewühlt. Was man jetzt natürlich noch umbauen musste, war mein Gaszug. Der funktioniert ja im Prinzip auch ganz andersrum. Den EAC auf dem Gastritz zieht den Hebel an. Bei diesem hier war das ursprünglich so. Das sieht man vielleicht auch. Das Blech habe ich jetzt daran gemacht, dass der hier oben eingehakt war, zum Kugel, denke ich. Dass du schiebst zum Gas geben. War ja im Prinzip genau andersrum. Deshalb habe ich jetzt den Hebel hier und habe den Drehpunkt verlegt und auch entsprechend verlängert. Ich habe mir das genau ausgerechnet. Hier am Pedal habe ich ein neues Loch gebohrt. Da war das Original drin. Ich mache mal hier kurz die Laterne an. In dem oberen war der Original drin, sieht man ja. Jetzt habe ich hier weiter unten ein neues Loch gebohrt, um den Weg zu verkürzen, den die Stange macht. Das Original war dann so 60 mm. Ich habe den jetzt, indem ich den da gesetzt habe, so auf 35 mm gesetzt. Und dann kann man sich ja hier recht einfach ausrechnen über den Abstand von dem Loch, beziehungsweise wenn man sich den Abstand rausmisst, beziehungsweise misst, wie viel Weg der hier macht, zum Drehpunkt, dann über den zweiten Weg ausrechnen, wie viel Weg der da machen würde. So, und da habe ich mir da ausgerechnet und aufgemalt. Da ist mal rumgekommen, dass er da unten sitzen muss. Jetzt passt das ziemlich gut vom Weg her.
Was natürlich auch noch abgeändert werden mussten, waren die ganzen Dieselleitungen. Habe ich jetzt hier, dies ist die neue Leitung vom Tank zum Filter. Die anderen habe ich alle in Stahlflexleitung gemacht. Das ist ja alles kein Problem. Die Rücklaufleitung habe ich einfach den passenden Schlauch einfach drauf geschoben, da geht das super drauf. Ist auch dicht. Hier bei der Rücklaufleitung von der Anschlussdüse ein bisschen gefuscht. Ein kleiner Adapter gebastelt, dass man hier einen 6 mm Schlauch in 8 mm Leitung reinkriegt. Ist auch soweit dicht. Kommt ja auch nicht viel Diesel, ist ja nur Rücklauf von den Düsen, das ist ja alles ein Witz. Genau, und was eigentlich mich heute den ganzen Tag aufgehalten hat, war den Stoppzug zu bauen. Beziehungsweise da irgendwie einen Halter dafür zu bauen. Da habe ich hier ein Blech für gekantet. Oben den beiden Schraubpunkten und eine kleine Hülse gemacht, wo eine Schraube rein kann. Die Schraube so aufgebohrt, dass der Stoppzug genau reinpasst hier. Genau, und diese ist eigentlich noch eine alte Lüsterklemme, damit wollte ich die beiden verbinden, aber das geht auch so. Und wenn man das Ganze mit dem Kabelbinder da spannt, hält das tatsächlich ziemlich gut. Ich kann mal demonstrieren hier. Hundertprozentig. Gaszug geht auch. Ja, alles so wie es soll. Genau, das ist eigentlich, das war ähnlich viel Aufwand, die Sachen zu bauen und anzupassen. Gerade der Lichtmaschinenhalter, das hat ewig gedauert, bis man da so lange in Position, so lange rumgebogen und nochmal abgeändert, bis man eine Position gehabt hat, wo das nie gescheuert. Ja, das hat ziemlich lange gedauert. Aber jetzt passt ja eigentlich alles. Jetzt steht gleich wieder ein erneuter Testenträger nichts entgegen. Den ersten Start von dem Motor in dem Träger und ein kleines Video davon habe ich mal angehängt. Genau, leider läuft der Motor im Standgas noch nicht ganz rund. Hört man mit dem Klieferauspuff, den ich habe, ganz gut. Ich denke, die Pumpe, da kann man einstellen, wie das Regelverhalten im Leerlauf ist. So, zumindest habe ich da mal im Deutschforum irgendwo gelesen. Da muss ich mich vielleicht mal eine ganze Menge schlau lesen, wie das genau funktioniert, was das genau macht. Dass ich das vielleicht noch mal ein bisschen optimieren kann. Ein bisschen Standgas noch ein bisschen runterdrehen, aber das sind ja alles nur so kleine Einstellsachen. Genau, und wenn dann mal der Olle, wenn das jetzt gleich alles funktionieren sollte, ich habe es noch nicht live getestet mit dem Träger an, dann könnten wir mal die erste Probefahrt drehen. Ne?